Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Cup of Architects. Heute möchte ich euch alle Infos zum Finale mitteilen. Erstmal ein paar kurze generelle Infos. Die Bauphase des Finales startet am Samstag, den 25. Februar und wird voraussichtlich am 17. März enden. Diese Bauphase ist somit nochmal um eine Woche länger als die der letzten Runden. Dies hat den Grund, dass einerseits die Plotgrößen noch einmal vergrößert wurden und dass andererseits im Finale keiner unter Zeitdruck stehen sollte und sein möglichst Bestes abliefern kann. Am Bewertungssystem im Finale ändert sich nun vor allem an der Jurybewertung einiges. Denn die Jury wird die Bauwerke nun nicht mehr in den uns schon bekannten 6 Bewertungskriterien bewerten, sondern verschiedene Schwerpunkte, also zum Beispiel Terrain, einzeln mit den jeweils schon bekannten Kriterien bewerten. Dies wird euch dann im nächsten Community-Bewertungsvideo genauer erläutert, da dies hier den Rahmen sprengen würde. Ebenfalls ändert sich einiges an den Themen. In den letzten Runden gab es immer wieder ein Grundthema und 1 bis 2 schwammig formulierte Vorgaben, welche erfüllt werden mussten. Das Finale wird nun kein Grundthema mehr haben, hat aber dafür deutlich mehr Vorgaben. Der Grund dafür ist ganz einfach. Uns ist wichtig, dass die Finalisten verschiedene essentielle Bereiche des Bauens beherrschen sollen und nicht nur Glück mit dem Thema hatten. Da uns ein faires Ergebnis sehr wichtig ist, wird weder die Jury noch die Community die Möglichkeit haben, den Bauserver während der Bauphase zu betreten. Dies hat einfach den Grund, dass es in der Vergangenheit gehäuft Probleme mit der Anonymität gab. Diese wollen wir aber vor allem im Finale garantieren können. Sobald die Community dann die Möglichkeit hat, die Bauwerke zu bewerten, können diese auch auf dem Server besichtigt werden. Eine große Änderung gibt es nun auch noch auf dem COA-Server. Und zwar kann man sich dort nun ab nächsten Montag, also dem 27. Februar, die Bauwerke jeder vorherigen Runde besichtigen. Wie der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat, sind wir derzeit dabei, die alten Thumbnails zu ändern. Was haltet ihr von dem bisher geänderten Thumbnail? Einfach rechts oben auf die Umfrage klicken. Im nächsten Video haben wir dann ein kleines Gewinnspiel für euch. Am besten abonniert ihr einfach, um nichts mehr zu verpassen. Falls euch unser Wettbewerb gefällt, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.